So, du willst also noch eine Dark Souls 3 Challenge sehen? Eine, in der sich das Schicksal von Lothric entscheidet. Wenn nicht Pech. Ich produziere sie einfach trotzdem. Mit der Frage, ob man das Spiel ohne zu sterben beenden kann, haben wir uns das letzte Mal schon mehr als ausgiebig beschäftigt. Und wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann macht's jetzt, ich warte hier. Was aber, wenn wir unser absolut nichts kompensierendes Ultra Great Sword zu Hause lassen und uns nur auf die Power von Mustang und Sally verlassen? Okay, keine Ahnung, wie Leute mit diesem Creator irgendwas geschissen kriegen. Vorlage war Mike Tyson, aber der Typ sieht trotzdem aus, als könnte er mir die Fresse polieren, also close enough. Startklasse Krieger, Begräbnisgeschenk die Bonusseelen und rein ins Vergnügen. This is Mike Tyson! In Lothric angekommen, entfernen wir erstmal diesen Scheiß hier, weil das sind keine Faustwaffen. Und wie zu erwarten ist der Damage, well, madig. Und die Range ist nicht viel besser. Das werdet ihr noch ein paar Mal hören, by the way. Eine Upside hat der Faustwaffen-Only-Run aber, man kann mit leeren Waffenslots immer parryen. Also wenn man denn die Skills dazu hätte zumindest. Als nächstes marschieren wir zum Crystal Lizard und holen uns die 4000. Mein Gott! An dem Punkt würde ich jetzt eigentlich für Cash gegen den Crystal Lizard fighten, aber das lassen wir heute. Reine Tierliebe und hat safe keinen anderen Grund. Ihr glaubt jetzt vielleicht, dass der Gundyr-Fight ein absoluter Albtraum war, aber da wir in diesem Zustand immer noch parryen können, ist das alles halb so wild. Auch wenn es sehr lange dauert. Und diese Visceral Attack erinnert mich daran, dass ich niemals Bloodborne auf dem PC spielen werde. Danke für gar nichts, Dark Souls 3. Genauso in der Second Phase, wo er meistens diese Attack spammt, die wir dodgen und das Punish Window maximal ausschöpfen. Wiederholt das Ganze und 2000 Jahre später ist der Boss auch schon erledigt. Easy as that. Danach aufs Dach, die Estus-Scherbe und den Ring holen und auf zur Highwall. Unsere Optionen in der Highwall of Lothric halten sich in Grenzen, da wir ja schließlich keine Waffen haben. Deswegen heißt es laufen und laufen und laufen und laufen. Mein Name ist Jeff. Wir holen uns im BDSM-Keller die Estus-Scherbe und das Titanite, öffnen die Shortcut, resetten beim Bonfire, liefern uns einen Kampf auf Leben und Tod mit dem Scheißköter und entscheiden die Schlacht mit einem furchtlosen Ansturm für uns. G to the motherfucking G. Und wie easy das war. Wir schnappen uns das Banner und porten uns zum Undead Settlement, wo unsere erste Waffe auf uns... Wait. Oh no. Oh no. Oh no. Okay, chill. Der Boss hat 1400 HP und ich mache 8 Damage pro Hit. Das heißt, ich brauche nur... Ich glaube, das könnte etwas dauern. Die erste Phase ist easy as always. Einfach hinter bzw. unter dem Boss stellen und drauf los hin. Die zweite Phase ist da etwas stressiger. Nicht nur, dass sein Moveset ein Upgrade bekommen hat, sondern sein gesamter Körper wird teilweise eine Hitbox, weswegen sich unter ihm verstecken und hitten auch erledigt hat. Das war Bullshit, by the way. Die Dash-Eisstrahl-Sequenz, die eigentlich im Normalfall ein Viertel des Bossfights gibt, ist hier auch, naja, diplomatisch ausgedrückt, etwas weniger profitabel. Alles in allem ist der Fight aber eine reine Konzentrationsfrage. Und Ward wird schnell von einem Roadblock zu Roadkill. Banner hochhalten und mit dem Heslon Express 3000 geht's ab ins Undead Settlement. Nachdem wir mit dem Privatjet nach Sylt gecruised sind, Moment mal, klinge ich irgendwie anders? Naja, egal. Rennen wir links an den Hunden vorbei, um neue Leute kennenzulernen. Und nach dem langsamsten Safe-Quit der Menschheitsgeschichte können wir unseren neuen Freund auch wirklich anquatschen. Wir suchen ihn im Firelink-Schrein auf, holen uns sein Free-Level-Up und begehen Versicherungsbetrug. Mehrfach. Es lohnt sich. Wirklich. Vielleicht auch nicht. Reloadet nach dem 5. Mal das Area und no, hello there. Das ist Yuria. Und Yuria hat etwas, das ihr ganz dringend braucht. Nicht das, ihr Horny Dogs. Nein, ich spreche von dem Ding hier. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Dark Hand verdammt teuer.
Und da mein gesamtes Vermögen für CS2-Cases draufgegangen ist, diesmal wird's safe knife. Ich hab seit Borderlands 2 nichts dazugelernt, ha? Huh? Also bleibt uns nichts anderes übrig, als unser letztes Hemd zu verkaufen, um uns den Grabscher leisten zu können. Unser gesamtes Inventar und Selbstwertgefühl für dieses Ding einzutauschen, war allerdings mehr als worth it, weil der Damage einfach cracked ist. Ich meine, look at this shit. Und damit, I ladies und gentlemen, ist es Zeit für eine Timeskip-Montage. Nicht mein Lieblings ist Bennett Fidger, dieser Batman Fidger hier. Watch out, watch out, watch out! Das war jetzt schon ganz nice so, aber da fehlt irgendwie so ein bisschen der Wumms. Also, zurück ins Undead Settlement, einen alten Kumpel besuchen, Jolly Cooperation. Wobbelkurva! Good job, Buddy. High five. Wobber! Tierschützer einen Herzinfarkt geben, vorbei an... Oh mein fucking Gott. Frag mich nicht, wie ich da rausgekommen bin. Ich weiß es auch nicht. Wir sammeln Flints Ring ein, die Leiter runter, lösen einen Bürgerkrieg aus. Um ganz sicher zu gehen, triggern wir auch die Mimik. Ha? Huh? Not sure, ob ich auf YouTube zeigen darf, was da unten passiert ist. Wir machen uns nackig. Da werde ich mich nie dran gewöhnen. Rein in den Smoldering Lake. Den Wurmout Plane. Die ganzen Upgrade-Steinchen einpacken. Und ab zum Old Demon King. Okay, das ist der letzte seiner Art. Seid ganz vorsichtig. Oh, naja, egal. An dem Punkt könnten wir uns jetzt die Demon Fist machen. Aber die sind Dogwater, also verschwendet keine Zeit damit. Wir Packer-Punchen den Kestus. Zeigen wollen ihr, dass Unsterblichkeit Haram ist. Wait, das ist nicht, was ich meinte. Sacken den Pontiff's Right Eye Ring ein. Porten uns zurück zur Highwall und cosplayen den Musiker, dessen größter Hit ironischerweise nicht mal einer seiner Songs war. Fuck, Mann. Aufmerksame Zuschauer werden sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum wir den Dancer-Boss so früh fighten. Aber darauf kommen wir später zurück. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass der Dark Damage von unserer Dark Hand ein gutes Matchup gegen Donksy Danksy hier drüben hat, also lassen wir unserem inneren Kuchen-TV freien Lauf. Nicht vergessen, die offene Hand hinterlässt weniger Spuren. Lasst euch die Tatsache, dass wir so viel Damage dealen, aber nicht zu Kopf steigen, denn das kann sie auch. Da wir den Boss aber schon um die 200 Mal gemacht haben, stellt dort die Dingsing im Großen und Ganzen auch kein wirkliches Problem dar. Wir durchstöbern sowohl den Consumed Garden als auch die Burg Lothric nach allen verfügbaren Titanitbrocken. Wir upgraden nochmal den Kestus, verputzen Osiris mit unserem insanen DPS zum Frühstück. Ich meine, look at this, 40% seiner HP einfach gone. Auch wenn die Rothschilds alles versucht haben, um uns aufzuhalten. Nice range, Bro. Ach, daher kommt der Titel Consumed King. Wir gehen zurück in die Untended Graves. Hilde kann mal meine Eier cremen. Und steigen ins Octagon mit Heavyweight Champion Gundyr.
Und ja, die Parry Strat funktioniert auch hier richtig gut. Aus Stylegründen beenden wir den Fight auch mit einem Parry. Oh fuck. I was so focused on the cheese, I forgot about the trap. Wir kämpfen uns den Posten des Champions, schnappen uns das Schwertfragment, tauschen es gegen die Titanitscholle und holen uns das finale Upgrade. Wir laufen barfuß durch die Kanalisation, sehr geil. Und um es kurz zu machen, danach DPSen wir uns problemlos durch sowohl den Pontiff als auch Aldrich durch. Große Ziele, auf die wir for free einprügeln können, sind mit unserer Ausrüstung generell eher easy. Zurück zur verlassenen Hütte. Wir speedrunnen den gottverdammten Irithyll Dungeon, weil jetzt mal ganz ehrlich, fuck dieses Area und dich ganz besonders. Wir spazieren selbstbewusst in die Hauptstadt, parkouren unseren Weg vorbei an allen Feuergeschossen und direkt zum Bossraum. Der Yorm-Bossfight ist easy as always. Wir rennen einfach unter dem Boss durch auf die andere Seite des Raumes und heben den. Oh no. Oh no. Oh no. Und hier habt ihr auch den Grund, warum wir den Dancerfight vorgezogen haben. Es gibt nämlich eine alternative Methode, um Yorm zu besiegen, dafür brauchen wir aber allen Damage, der uns zur Verfügung steht. Den gigantischen Lord of Cinder normal zu hitten ist nicht besonders vielversprechend. Wenn wir aber seine Attacks dodgen, vorzugsweise diese hier, können wir auf seine Hände einprügeln für, well, etwas mehr Damage. Der Schaden ist hierbei aber nicht der Hauptpunkt, für den wir die Hände hitten. Wenn wir genug Treffer in kurzer Zeit landen, staggert der Boss, geht zu Boden und wir können den Kopf für massiven Damage angreifen. Und ich muss ehrlich sagen, wäre das die Hauptmethode, diesen Boss zu fighten, also hätte er etwas weniger HP und vielleicht etwas leichtere Stagger, würde Yorm sich direkt in meine Top 5 Lieblings-Dark Souls 3 Bosse katapultieren. Denn der Ablauf macht erstaunlich Spaß, wirklich, probiert's einfach mal selber aus. In seiner jetzigen Form hat der Fight aber ermüdende 10 Minuten gedauert, die shitty Range meiner Waffe hat auch nicht geholfen und ich bin froh, dass es vorbei ist. Danach werden wir zur alten Frau geportet, um den Dancer-Boss zu... Wait. Oh ja, richtig. Oh ja, richtig. Wir gönnen uns etwas Sightseeing in der Burg Lothric. Statten der Dragonslayer-Armor einen Besuch ab. Ach, wir machen so viel Damage, Hitstrain sollte fein sein. 330 Stunden in diesem Game und der Damage von dem Boss überrascht mich trotzdem immer wieder. Aber da Blunt Damage immer noch der beste Schadenstyp in Dark Souls 3 ist, fällt auch dieser Boss recht schnell. Hab doch gesagt, Hitstraden ist fein. Und nach etwas Leichenschändung geht's ab in die Grand Archives. Ew, Bücher, schnell wieder raus hier. Aber nicht, bevor wir den alten Mann geklatscht haben. Oh, my leg! Wir pullen ganz vorsichtig nur einen von den Jungs. What the fuck? Dodgen die drei Schwänge für Charlie. Genießen den epischen Run-Up zum nächsten Boss. Love it. Öffnen die Tür und damit heißt es, Lorien, ich komme. Lorien ist eigentlich your everyday Dark Souls Boss. Wir avoiden die Attack, punish. Wir avoiden die Attack, punish. Wir avoiden die Attack, nicht weil wir ein Loser sind. Wenn wir uns aber vom Teleportieren nicht verarschen lassen, alles halb so wild. In der zweiten Phase joint Lothric dem Fight, was bedeutet, es ist die Purge und auch sein Arsch ist vogelfrei für meine Fäuste. Wait, das ist nicht, was ich meine. Es ist mehr oder weniger dasselbe wie davor, nur mit etwas mehr Gefunze. Wir dodgen die Angriffe und punishen im Optimalfall so, dass wir beide treffen. Wir dürfen uns nur nicht beirren lassen von Featuren. Ansonsten einfach zuschlagen, bis Lorien stirbt. Oh, dear brother. Und dann unsere gesamte Kestus-Opines auf Lothric entladen. Nächster Halt, Irithyll Dungeon. Aber Gott sei Dank, nur kurz. Wir hocken uns bei dieser Banger-Aussicht hin und wachen in den Backrooms wieder auf. Leg den Hebel um, Kronk. Den anderen Hebel. Wir betreten den offenen Platz und... Ich hab's dir letztes Mal schon gesagt und meine Meinung hat sich nicht geändert. Dieser shitty Gimmick Experience widme ich keinen Part. Also get out of here. Wir lassen uns hier rüberporten, fighten auf dem gesamten Weg keinen einzigen Enemy, weil wer hat schon Zeit für so einen Shit?
lassen uns dann doch in einen Kampf verwickeln, weil diese kleinen Scheißviecher einfach Exodia sind. Get me out! Wir laufen zum Bonfire, läuten die Glocke. Und bereiten uns darauf vor, die Streak zu brechen. Wie viele von euch wissen, ist die First Phase eher nicht so schwer. Unser härtester Gegner war tatsächlich wieder, naja, unsere Range. Also wirklich, ich will nicht mehr. Wir verlieren so viele Punish Windows wegen unseren winzigen T-Rex-Armen. Ich kann nicht mehr. Und well, gelegentlich auch wegen unserer eigenen Dummheit. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das hält uns aber auch nur begrenzt lange auf. Und wir sind bereit für das Main Event. Der König der Attack Delays ist back und gefährlicher denn je aufgrund von fehlender defensiver Ausrüstung. Und auf seine altbekannten Tricks wird natürlich auch nicht verzichtet. Ah! Aber so sehr ich es hasse, das zu sagen, nichts, was dieser Boss macht, ist cheap oder unfair. Jeder Treffer resultiert aus Greedy Hits meinerseits oder Terrible Heal bzw. Roll Timing. Weshalb das Full Attack Zero Defense Build hier überhaupt erst viable ist. Wir avoiden also geduldig seine Attack Strings und nutzen abgewegt unsere Punish Windows. Und auch wenn das nicht der cleanste Nameless King Fight aller Zeiten war, heißt es schon nach kurzer Zeit: The streak is over. Okay, wäre es mit ordentlichem Rüstungsset leichter gewesen? Absolut. Aber ich liebe riesige Damage-Zahlen, also nervt nicht. Und damit sind alle Vorbereitungen getroffen für die Soul of Cinder. Come at me, bruv. Wie schon in unserem No-Death-Run habe ich mich auch hier nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber wenigstens dürft ihr diesmal die Speerform sehen, I guess. Und auch in diesem Fight zeigt sich wieder, dass Greed sich nicht auszahlt. Geduldig ausweichen und die Punish-Timing sorgfältig auswählen ist auch hier das Rezept zum Erfolg. Außer er packt dieses Ding aus, dann packen wir unsere 7 Sachen und laufen so schnell wir können. Und damit auf in die Second Phase mit einer der nicesten Transitions aller Zeiten. Ich hab's schon mal gesagt und ich bleibe dabei, Moveset-technisch und Lore-wise ist dieser Boss absolute Top-Tier. Ah, er ist so cool! Ansonsten gleicher Gameplan wie in der First Phase und der Fight sollte glatt über die Bühne gehen. Auch wenn meine Performance hier den Boss härter aussehen lässt als eine Invasion der Sowjetunion im Winter. Ja, nein. Das war eine Achterbahn der Gefühle, mit der ich nicht umzugehen weiß. Sorry, Soul of Cinder, aber ich kenne 3 gute Gründe, warum ich besser bin als du. Wir mischen uns in fremde politische Angelegenheiten ein, als wären wir die USA. Whee! So, wer braucht hier ein bisschen good old freedom? Habe ich da gerade Öl gehört? Okay, jokes aside. Es gibt in diesem DLC wirklich nicht viel Interessantes zu sehen. Also warum springen wir nicht einfach direkt zu dem Part, auf den ihr sowieso alle wartet? Den Champion Gravetender Fight. Spaß. Scheiß auf diesen Drecksboss. Und das hat definitiv nichts damit zu tun, wie absolut AIDS der Weg hier runter ist. Absolut gar nicht, wirklich. Aber genug Zeit geschunden. Zeit geschindet? Pregnant? Zeit für Big Boss Friede. Und was soll ich sagen? Wir sind an einem Punkt, wo die HP-Bars massiv und die Folgen für unkonzentriertes Handeln katastrophal sind. Aber von vorne. Friedes First Phase ist gewohnt easy. Wir müssen nur auf die One-Shots aufpassen, denn das geht schneller, als man denkt. Und um den One-Shot zu besiegen, müssen wir ganz einfach der One-Shot werden. Rein in die Second Phase. Und wer gut aufgepasst hat, kann sich auch schon ausmalen, wie das hier läuft. Denn was haben wir über große Ziele gesagt, auf die wir for free einprügeln können? Ja, es war klar, dass ich in der Second Phase nichts zu befürchten habe, weil Father Ariandel mir nicht gewachsen ist, sowie Rückenhaare. Das heißt aber auch, dass es jetzt richtig ernst wird. Zwar ist ihr Transition Move immer ein Free Backstep und damit für uns von Vorteil, dafür ist aber alles andere, was Friede macht, umso gefährlicher. Und jeder kleinste Fehler kann sofort ein Game Over bedeuten.
Deswegen fahren wir den Greed aus den ersten zwei Phases etwas zurück und nehmen geduldig den Free Damage mit, den Friede uns bietet. Oh, fuck. Und so setzen wir auch hinter Friede einen Haken. Ich muss zugeben, ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor Friede, aber First Try. Ist ja gut, Second Try. Okay, Third Try. Nächster Halt, der Trümmerhau. Ha? Hallo? Was? Ob das Video schon geliked wurde? Natürlich, meine Zuschauer sind doch alles Ehrenmänner, die meine Arbeit zu schätzen wissen. Ha? Ja, sie haben den Kanal auch schon abonniert. Right? Was aber den Trümmerhaufen angeht, laufen wir unsere altbekannte Strecke, um das gesamte Area einfach zu überspringen. Vergesst aber unterwegs nicht, die Engel zu boxen. Iu, es hat mich angefasst. Abflug in den Demon Prince Boss Fight. Ich hab's in diesem Fight mal mit einer ganz neuen Strategie probiert, in der ich den Demon from Below gebumrushed hab und dann mit der Meteor-Version des Demon Princes dealen musste. Let's just say, 0 von 10 Zahnärzten würden diese Strat weiterempfehlen. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Meteormüll dodgen soll. It's over. Also wieder die Old Reliable. Immer den aktiven Demon fokussieren. Wenn beide Agro sind, weglaufen. Und den Demon im Pain als erstes töten. Um den Laser Prince zu... Fuck! Um den Laser Prince zu bekommen. Und für Free Damage zu abusen. Never change a running system. Wir heben das Banner auf und... Ach, ihr kennt den Rest. Damit begeben wir uns auf die Zielgerade. Vorhang auf für die Ringed City. Wir hangeln uns inmitten des Kugelhagels vorsichtig von einer Deckung zur nächsten, als wären wir Teil der Operation Neptun, kämpfen uns durch die endlosen Tunnelsysteme Vietnams und genießen 1914 in unserem offenen Wagen mit unserer Frau die Frischluft Sarajevos. Well. Wir kämpfen uns unnachgiebig durch die Straßen der umringten Stadt, teils mehr erfolgreich, not even close, baby, und teils, naja, eher weniger. Generell ist der Run-Up zu den Bossen in diesem DLC ganz schön gefährlich, vor allem dann, wenn man keine Rüstung trägt. Etliche gescheiterte Versuche und peinliche Vorkommnisse später. How can you see into my eyes? Treffen wir endlich die Vorbereitungen für den Media-Boss-Fight. Sayonara, Bitch. Und erarbeiten uns in einem epischen Showdown den Titel Siegfried. Spaß, Media war wie immer ziemlich easy. Now listen, ich weiß, Media dealt verdammt viel Schaden, wenn seine Angriffe hitten. Seine Moves sind allerdings auch unfassbar langsam und telegraphed. Was es relativ einfach macht, überhaupt gar nicht erst davon getroffen zu werden. All dieser Damage ist also absolut bedeutungslos, wenn er ihn nicht anbringen kann. Und solange sich das nicht ändert, können Adnan und Eray weiterhin diesen L für mich halten. Hab euch lieb, Jungs. Der Siegfried-Titel bedeutet aber, dass ich jetzt nahezu unverwundbar bin. Right? Right? Zwischen uns und dem Ende dieser Challenge steht eigentlich nur noch Slave Knight Gale. Um uns darauf vorzubereiten, klatschen wir als Aufwärmübung nur noch schnell Half-Light um. Oh, hupsi. So, jetzt aber. Warte, was? Was passiert hier? What the fuck? Yep, ihr habt richtig gesehen. Der härteste Fight dieses Runs bis jetzt ist nicht etwa Friede oder Media oder sogar der Nameless King. Nein, dieser Schwanz hier war ein härterer Roadblock als die Rettungsgassen während der Bauernproteste. Ooh, that's kind of small. Yikes. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber der Half-Light Fight alleine hat mich so wütend gemacht, dass ich mir geschworen habe, dass das nächste Video nicht mehr Dark Souls 3 ist. Wer so Bock auf was anderes hat, stay tuned. Nur das Material erneut zu sehen, bringt mein Blut zum Kochen. Und ich sag euch auch, warum. Erstens, diese Flachzangen-Painting-Guardians, die nicht nur am Anfang spawnen, sondern auch in der Mitte des Fights die Party crashen,
und neben ihrem ultra nervigen Rückwärtsrollen und Wurfmesser-Gespamme auch noch den Boss heilen können. Super Feature, Miyazaki. Zweitens, wer hatte die glorreiche Idee, dass Half-Life unbedingt ein Schild braucht, mit dem er aus dem Nichts zu einer Parry-Legende mutiert, über die es bestimmt irgendeine griechische Sage oder sowas gibt? One shot, by the way. Drittens, warum muss ich, nachdem Half-Life mich bis auf die Knochen blamiert hat, jedes Mal Argus gesamte Rede anhören und eine ganze Minute warten, bis der Boss spawnt, nur damit ich Zeit habe, drüber nachzudenken, wie krass ich gebumst wurde und dass Half-Life mich gleich wieder mit dem Gritty hittet. Und zu guter Letzt, viertens, diese Stance. Diese verdammte Stance. Wenn Half-Life sich in diese Stance begibt, passiert eine von zwei Sachen. Er greift mich entweder mit dieser Ranged Attack an und ich muss mich zurückziehen. Ach du, lass dir Zeit, ich genieße das. Wirklich. Wake me up. Oder er macht dieses Geschlingeschlängel. Auch One-Shot, by the way. Can't wake up. Und ich kann dich schon hören, aufmerksamer Zuschauer. Aber LBB, du kannst doch einfach die Ranged Attack avoiden und ihn punishen. Das klingt zwar nach einem tollen Plan, aber er kann diese zwei Moves nahtlos ineinander chainen, bevor ich ihn hitten kann. Save me. Und das Geschlingeschlängel ist schneller als mein Attack-Wind-Up. Was bedeutet, sobald Half-Life den da macht, kann ich wie ein Larry im Kreis laufen und auf bessere Zeiten warten. Oder zum x-tausendsten Mal gewone-shottet werden, nur um das alles von vorne zu beginnen. Oh mein Gott, halt dein Maul! Ich wünschte, ich könnte euch jetzt irgendeine krasse Big-Brain-Strat präsentieren, mit der ich das Problem gelöst habe. Aber ich bin leider einfach nur wieder und wieder und wieder in den Boss gelaufen, bis ich ihn schlussendlich besiegt habe. Und falls es in dem Clip so aussieht, als wäre ich mad, dann nur, weil ich es war. Die Realität ist, dass da vermutlich sehr viel Tilt im Spiel war und ich mich deshalb ziemlich angestellt habe. Aber ich schätze, die Moral ist, work harder, not smarter. Und fuck Half-Life. Nach dieser unendlichen Tortur sind aber zum Glück wieder bessere Zeiten in Aussicht. Well, streich das. Wir nehmen den Aufzug an die Spitze des Turms, zerstören fremde Besitztümer, weil... Was ist schon das Schlimmste, was passieren könnte? Oh, fuck. Ich überspringe nie wieder eine Cutscene, Alter. Wir checken nochmal unser finales Bild. Yep. Leerer als Tottenhams Trophäenschrank. Klatschen den Krüppel hier für Good Luck. Ich hab gar nichts gemacht. Und begeben uns in die Arena, wo er auf uns wartet. Gales First Phase ist im Großen und Ganzen das gleiche wie immer. Lange Attack-Windups mit gut erkennbaren Dodge-Timings und glasklaren Punish-Windows. Also eigentlich zumindest. Aber selbst wenn wir mal getroffen werden, ist das alles halb so wild. Okay, könnte was damit zu tun haben, dass unser HP-Bar größer ist als Emil Forsbergs Legendenstatus bei RB Leipzig. Aber ja, sehr machbar und nicht mal wirklich der Rede wert. Damit beginnt der wahre Final Boss. Was verändert sich mit der Second Phase? Neue Kombos, neue Spells, die großzügigen Dodge-Timings mutieren zu framegenauen Ausweichrollen dank seines verfickten Capes und ach ja, während einem Duell in der Second Phase eine Schusswaffe auspacken, sehr fair ihr beiden. Seine Attack-Windups sind allerdings auch hier noch relativ ausgiebig und die Armbrust ist immer ein Free-Stagger, wenn wir darauf vorbereitet sind, dass sie kommt. Und da wir in der Second Phase sowieso immer nah an ihm dranbleiben wollen, ist unsere shitty Range auch kein Problem. Again, also eigentlich zumindest. Kommen wir zum Grande Finale, Phase Nummer 3. Und was für ein Finale das ist. Apokalyptische Stimmung wegen dem Unwetter, crazy neue Kombos, in denen Gale über meinen gesamten Screen backflippt, als wäre er komplett zugekokst, und den Damage haben wir auch nochmal hochgeschraubt. Sogar die sowieso schon S-Tier Boss Arena geht doch ein gutes Stück härter mit diesem Gewittersturm um uns rum. In dieser Phase ist absolute Konzentration beim Dodgen angesagt, und die Schläge unsererseits müssen genauestens ausgewählt sein, um einen guten Boss-Attempt nicht auf den letzten Metern wegzuwerfen. Dame, 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 dame,
Was für ein epischer und würdiger Abschluss für eine derart geschätzte Spielereihe. All diese Epicness hält uns aber dennoch nicht davon ab, unsere Mission zu erfüllen. Good night, sweet prince. Bleibt nur noch eine Sache übrig, die wir zu erledigen haben. Wir befeuern die erste Flamme, machen es uns bequem und schauen gen Sonnenuntergang, bereit für ein neues Abenteuer, wohin auch immer es uns verschlagen mag.